Hallo Marius Ebert hier. Wie wird Handlungsvollmacht erteilt? Fragezeichen. Und die Antwort lautet, Handlungsvollmacht wird erteilt formlos. Und da gibt es im Prinzip zwei Möglichkeiten, wie man das machen kann, nämlich ausdrücklich formlos, dass man ohne eine besondere Form zu wahren, ausdrücklich eine Handlungsvollmacht gibt, zum Beispiel durch eine mündliche Erklärung, oder auch stillschweigend, indem man etwas duldet. Man sieht, dass jemand etwas tut und man duldet es. Damit hat man stillschweigend eine Handlungsvollmacht erteilt. Ja, so funktioniert das. Eintragung ins Handelsregister gibt es hier nicht. Die gibt es nur bei der Prokura und auch da ist sie nur deklaratorisch. Aber hier, da wir hier von der Handlungsvollmacht sprechen, kann das passieren. Ausdrücklich, immer formlos. Ausdrücklich oder stillschweigend. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter dem Video, der führt Sie zu meinem Lernsystem. Alles Gute, Marius Ebert. Im Übrigen glaube ich, dass wer einen Fernlehrgang bucht, sich durch schöne Werbebilder hat täuschen lassen. Er muss nun unter dieser Täuschung leiden. Wollen Sie hingegen lernen ohne Leiden? Dann klicken Sie einfach auf den Link unter diesem Video.